Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 1. Und wir befinden uns gerade wieder in Schandstadt. Und meine Maus ist im Bild, ne? Hui! So, wir gehen heute Richtung Steingolem-Viecher da hinten. Was auch immer das ist. Die Dinger, die die Steine in die Luft gehalten haben. Da hinten, da wollen wir hin. Und da schauen wir uns dann auch um. Auf mit dem Scheiß. Ich stehe im Gift. So. Haben wir hier noch irgendwie besonderen Loot? Oder flüchte ich jetzt da hinten hin? Ach, hallo, meine kleinen Freunde. Ach, ich liebe euch. Ich weiß. Ihr liebt mich auch. Kleinen miesen Drecks. Viecher. Oh, hi. Oh, du hast dich bei Loot versteckt. So, Seele eines stolzen Kriegers. Stimmt, ich kann, wenn ich nicht weiterkomme später, mal alle Seelen verwenden, die ich habe. Ja gut, jetzt habe ich die Pyromantie weitergemacht, weißt du, aber ich kann damit nichts anfangen. Ist auch geil, oder? Oder vielleicht macht man das beim Leuchtfeuer, die Magie. Huch! Ey, ich hab dich nicht gesehen. Sorry. Kannst du den Kollegen umbringen? Komm mal hier, Diggi. Komm mal hier. Tut mir leid, ich bin ein bisschen langsam. Bin ein bisschen langsam heute. Aber wir kriegen das hin zusammen, ne? Da rollt ja das Ding wie so ein Mistkäfer. Da ist noch ein zweiter Booty. Okay, Digi, Digi, Digi mit Stein, ja? Jauche-Küchlein. Dem bin ich aber ausgewichen. Ich steck in ihm drinne. Geil. Kannst du aufhören damit? Will doch nur den Rücken hauen. Nein, das hat er überlebt, ne? Ich fass das nicht. Okay, dazu muss ich sagen, ist das kleine Schwert dann doch besser, weil das ist zu langsam hier in diesem Schlamm. Hat er mich erschrocken. Riesenkeule. Stärke B. 100, das ist wahrscheinlich genauso langsam, ne? Ja, das ist natürlich das Problem. Hat natürlich eine richtig gute Skalierung. Allerdings ist dann doch, was haben wir hier eigentlich noch? 380? Ach stimmt, das haben wir bei Stummelchen bekommen, ne? Ich bin verwirrt, so. Okay, du hast auch kein. Waffe kann mit aktuellen Werten nicht getragen werden. Warum nicht? Wie viel Stärke brauche ich denn dafür? 50.
Ach du Scheiße. Ah, gucken wir uns mal die Angriffe an. Ach du Scheiße, ist der langsam. Ach du Scheiße. Kann ich hier so zu schnell zuschlagen? Okay. Wieso habe ich die Waffe vorher nicht gesehen? Achso, weil ich habe ja nur auf die Skalierung geachtet, ne? Ja, eigentlich ist so eine Axt das Beste, was wir hinkriegen. Aber noch ist ja das Drachenschwert besser. Vor allem kann ich das ja auch mit dem Drachenstein wahrscheinlich verbessern, ne? Na gut, ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz zurück, weil die müssen wir ja nicht nochmal töten. Gehen wir kurz an den Feuerschrein und gucken, ob wir vielleicht da die Magie aufbauen können. Weil mehr würde mir auch nicht einfallen, wo ich das machen könnte. Einfach nur, damit ich die kleinen Kackviecher verbrennen kann. Einfach nur dafür. So, Zauber einstimmen. Zu wenig Zauberslots. Ich hasse mein Leben. So, ich würde glatt behaupten, wir ignorieren diese Steintypen. Die machen mir eindeutig zu viel Schaden und verbrauchen somit auch zu viele Estus-Flakons. Ich ignoriere die einfach. Gehen hier einfach an der Seite entlang. Gucken, was es hier so Schönes gibt. Eine schöne Vergiftung, ein paar Tote. Eine Leiche. Große Scherbe. Beschützt du hier irgendwas? Sollen wir gleich mal gucken. Wir schleichen uns einfach an denen vorbei. Ich bin der Ninja. Oh Gott. So viel zum Thema Vorbeischleichen. So, erstmal auf festen Grund. Gucken, ob da hinten Loot ist. Nachricht lesen. Ich scheiß auf Nachricht lesen. Hier. Oh Gott. Okay, wir laufen einfach in die Tür. Sieht für mich nach einem fetten Spinnenboss aus. Ich sehe nichts. Oh, ich hasse diese Gegend so sehr, ne? Wo geht das denn hier lang? Da, ich sehe sie. Quelax-Sphäre. Okay. Oh, ich werde aber noch abgeworfen, geil. Oh, ist das geil. Oh, das fühlt sich gut an. Oh nein, 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 Freundchen. Freund oder Feind? Bitte nicht töten. Okay, die tun mir zum Glück nichts. Dann wollen wir mal. Gucken wir uns den nächsten Boss an mit drei Estus-Flakons. Das wird Spaß machen. Oh. Die hat aber lange Fingernägel. Und die freut sich, mich zu sehen. Kannst du irgendwas Besonderes? Feuerspein. Ja, es bleibt. Oh Gott, was machst du? Ins Gesicht! Ah! Ah! Oh, ich hab Glück. Ich muss weg von der Lava. Heilige Shitaroni, Scheiße.
Wieso hast du auch so viel Leben? Ich glaube, ich muss gleich zum Schmied. Ich glaube, ich habe zu viel aufgenommen. Stimme weg. Eigentlich bist du nicht so schwer. Wenn du nicht diese dämliche Schockwelle hättest. Und wenn hier nicht über Lava liegen würde. Zieh es auch in Betracht, mein großes Schwert zu nehmen. Oh, da bin ich ja rechtzeitig weggegangen. Ich wollte eigentlich nur dich von der Lava weglocken. Ernsthaft? Weg mit dir. Au. Das tut ja schon irgendwie weh, ne? Okay, immer drei Attacken. Ah. Au. Kein erstes Flockhaus mehr. Ich bin am Arsch. Verzieh dich! Ja. Famose Kiste. Ah, schön. Okay, wir versuchen es heute jetzt mal auf die harte Art und Weise. Kannst du aufhören rumzuspringen? Oh Gott. Oh nein. Oh Gott, ich hab's ja richtig verkackt. Okay, es hätte schon mein Tod sein können. Kannst du damit aufhören? Wieso schlägst du jetzt nochmal zu? Die ist gemein. Ich mag die nicht. Kannst du nicht die Lava spucken? Geht doch. Na super, ey, da springt die auch noch weg. Okay, der Schaden. Mit dem Schaden kann ich schon eher leben. Au. Aber mit dem nicht. Oh, ich bin noch am Leben! Ich sollte hier weg. Zu viel Lava. Lass mich in Ruhe. Danke, Kameraführung. So eine olle Kuh, ey. Ja. Yeah. Das hat gezeckt, wa? Das hat gezeckt. Nein, 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 nein. Was auch immer du vorhattest, mach es nicht. Danke. Mach bitte Lava. Ich bin unter ihr. Oh, shit. Oh nein, oh Gottes Willen. Okay, wenn ich ganz nah an ihr dran stehe, kann sie nichts machen. Nein! Nein, ein Schlag hätte gefolgt! Okay, ich muss sagen, wir hatten beim letzten Mal einfach nur eine Menge Pech, weil sie ständig diesen einen Angriff gemacht hat. Aber wir wissen jetzt, wenn wir ganz nah an ihr ranstehen, kann sie uns eigentlich gar nichts bei diesem Angriff. Das heißt, sehr leichter Boss. Sehr leichter Boss. Ah, ich hatte ihn fast. Ich hatte ihn, so knapp hatte ich ihn, ey. Fängst du direkt mit Lava an? Finde ich gut. Knuddelzeit! Okay, haben wir irgendetwas, was gut gegen Feuer ist?
Feuerresistenz. Wir suchen jetzt nur noch Feuerresistenz. 8, 10, 15 habe ich schon an. Ja, geil. Okay, gucken wir hier. 19, 19, 26, 26. 15, okay, 15. 15, 16, 17. So. Ich bin verdammt schick. Okay. Famose Kiste, ja, habe ich schon verstanden. Brauchst Vorstoß. Vor die Falle. Ah, gut, gucken wir mal. An sich war das ja gar nicht so schlecht. Nur die Knuddelattacke so zum Ende fand ich jetzt nicht mehr so cool. Du kannst alles machen, bis auf die Knuddelattacke. Ja, zieh mich mit deinen Beinen mit. Oh, Knuddelattacke. Keine Knuddelattacke, bitte. Oh, ich war in der Lava drinne. Hör auf mit der Knuddelattacke! Oh Gott, jetzt habe ich ein Problem. Geschafft. Hui! Doppelmenschlichkeit. Oh, Kackspinne, ey. Aber wir haben es geschafft. Ist das hier ein Türmchen? Wieso droppen meine FPS so hart? Famose Kiste? Ja, wo ist sie hin? Geschafft. Oh, schön. Nebelwand. Ja? Keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte. So, wir haben hier einen Hebel. Ich nehme an, das hier ist das andere Glöckchen. Ah, und da müssen wir wahrscheinlich jetzt als nächstes hin. Dieses feine. Den Riesen habe ich gar nicht gesehen. Den kann man übersehen. Ja, da geht's auf jeden Fall als nächstes hin. Heimkehrknochen. Okay, aber hier geht's doch noch weiter. Aber dadurch, dass wir jetzt das Tor gesehen haben und einen Heimkehrknochen bekommen haben, heißt das wahrscheinlich, wir sollen hier noch nicht weiter. Aber ich schaue mich hier gerne noch mal kurz um. Stuhl? Achtung, vor dir scheinbare Wand. Danke. Achtung, Kaufmann. Soll das viel bedeuten? Achtung vor die Eid. Oh dear, what have we here? Are you a new servant? Ja. But you have no eggs. Ha, no matter. Go along and have audience with our fair lady. I pray that you will mind your manners.
Möchte ich nicht gerade getötet? So. Estus Flakor verstärken. Bist du die Feuerhüterin? Bist du zur Spinne geworden? Die redet nicht, das muss sie sein. Diener des Chaos. Erfolg freigeschaltet. Und ich muss niesen. Großer Chaosfeuerball. Da habe ich keine Zauber. Scheinbare Wand. Hinweis. Am Arsch. Ah, ich kann den Heimkehrknochen jetzt nicht mehr benutzen, weil ich hier gerastet habe. Hua, ist das cool. Jetzt kann ich den ganzen Weg zurücklaufen. Ist das unsere Feuerhüterin jetzt? Okay. Immerhin. Apropos Feuerhüterin. Ich möchte gerne den Augapfel mal benutzen. Nee, es geht nicht. Invasion der Welt des Feuerhüterin-Mörders? Na gut, ich meine, ich brauche sie jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt sie. Das Problem ist hier jedes Mal runterzulaufen, wenn ich was habe. Aber vielleicht gibt es hier einen anderen Weg zurück. Dämonenruinen. Ich will ehrlich gesagt hier nicht sein. Nö, das sieht mir alles noch zu brutal aus. So, ich renne jetzt den ganzen Weg zurück. Ich würde sagen, wir sehen uns oben beim Feuerbandschrein wieder. Wobei, nee, beim Schmied. Feuerbandschrein funktioniert ja nicht. Wir müssen uns beim Schmied treffen. Und dann sehen wir weiter, wie es weitergeht. Haut rein, tschüss.